Ja, Kasa, 3:0 gewonnen, erstes Spiel in der Aufstiegsrunde. Habt ihr euch in der ersten Halbzeit ein bisschen an das Hinspiel erinnert? Der Spielverlauf war ja über weite Strecken ziemlich identisch. Boah, finde ich gar nicht, muss ich sagen. Also von den Toren her schon, aber ich glaube, dieses Mal hat es Schermbeck echt besser gemacht und wir müssen uns echt bei Bruno bedanken, dass wir so lange zu Null spielen oder beziehungsweise auch bis die ganzen 90 Minuten zu Null spielen. Hab ich gerne gemacht mit dem Assist. Ne? Und ja, dann spielt Tim Esser wirklich einen geilen Assist, muss ich sagen. Und dann gehen wir 1:0 in Führung, genau zum richtigen Zeitpunkt, nehmen Schermbeck damit so ein bisschen die Luft und gehen mit der 1:0-Führung in die Halbzeit. Ärgerlich, dass ich dann nicht das 2:0 nachlege. Aber wir haben heute so eine geile Moral bewiesen, so viele Zweikämpfe gewonnen. Ich habe da nicht eine Sekunde irgendwie gezweifelt, dass hier irgendwas anbrennt. Was hat euch der Trainer in der Halbzeit mit auf den Weg gegeben? Weil ihr seid dann ja richtig stark aus der Kabine rausgekommen. Ja, dass wir genau daran anknüpfen, wo wir aufgehört haben. Wie gesagt, so die erste halbe Stunde bis zum 1:0 hat so ein bisschen Schermbeck gehört. Und dann haben wir es richtig gut gemacht. Und ja, Ansage in der Kabine war, genau diesen Wind quasi jetzt mit dem Wind rauszukommen und genauso weiterzumachen. Und das haben wir richtig gut hinbekommen. Ja. Jetzt haben wir das erste Spiel in der Aufstiegsrunde gewonnen. Es stehen noch ein paar Partien an. Es wird nicht gerade leichter. Wo möchtest du am Ende der Saison mit der Mannschaft stehen? Natürlich ganz oben. Aber ich glaube, die ganzen Spiele kommen jetzt genau richtig. Wir sind ja auf Platz 3 und wollen nach ganz oben. Deswegen müssen wir auch die ganzen Mannschaften oben schlagen. Deswegen freuen wir uns auf die Partien. Vielleicht noch ein Wort zum traumhaften Freistoß zum 3:0. Ja, geil, Emre. Das Emre, die kann richtig geil. Ich bin ehrlich, vielleicht, wenn ich auf dem Platz gewesen wäre, hätte ich mir den genommen. Von daher gut, dass ich ausgewechselt war. Alles gut. Ich danke dir. Danke dir. Ciao, ciao. Ja, Bruno, 3:0 gewonnen hier in Schermbeck. Dass die Null am Ende steht, ist nicht zuletzt dir zu verdanken gewesen. Wie hast du das Spiel heute erlebt? Ja, war sehr durchwachsen auf jeden Fall, war nicht so einfach. Vor allen Dingen, ich würde sagen, so die Anfang, die ersten 30 Minuten waren schwierig für uns. Ja, dann habe ich vielleicht ein, zwei gut gehalten, aber wir haben auch Glück mit dem Pfosten. Also ja, solche Momente muss man halt einfach mal auch überstehen, um zu gewinnen und oben dran zu bleiben. Das haben wir heute getan, haben dann genetzt, sind dann gut drin geblieben und ja. So souverän, wie sich ein 3:0 anhört, war es vielleicht jetzt nicht, aber ja, wir gewinnen das Spiel und spielen zu Null. Also ja. Gibt schlechtere Sachen. Es gab ja gerade nochmal explizit für dich warme Worte vom Trainer im Kreis und viel Applaus von der Mannschaft. Was bedeutet dir das auch persönlich? Ja, ist natürlich schön, aber ganz ehrlich, also dafür bin ich ja da. Also die muss man dann auch halten. Also ganz ehrlich, wenn man die nicht hält, so, dann kann man auch vom Fehler sprechen. So, und deswegen. Meinst du wirklich? Ja, schon. Also, dann würden sie anders aussehen auf jeden Fall. Und ja, wie gesagt, dafür ist ein Torwart da, dass er die Bälle hält. Und heute war ich mal da. Ist schön, gibt gerade ein gutes Gefühl, auch für die nächsten Spiele vielleicht. Und ja, auch der Mannschaft, denke ich, zeigt das, dass sie immer auf mich vertrauen können und immer auf mich zählen können. Und ja, ich denke, dann werden wir die nächsten Spiele auch positiv gestalten. Ja. Heute nochmal wieder ein Spiel ohne Gegentor. Jetzt vielleicht mit Ausnahme vom Paderborn-Spiel mit den 3 Gegentreffern ist die Defensive ja unheimlich stark gewachsen im Laufe dieser Saison. Wie nimmst du diese Entwicklung mit wahr als Torwart? Ja, total positiv. Ne? Am Anfang waren so zwei Tore waren schon der Schnitt fast. Und jetzt, dass man fast schon sagen kann, ja, wir spielen kontinuierlich zu Null. Das ist eine sehr, sehr gute Entwicklung. Und ja, gerade für die Verteidigung und einschließlich ein Torwart, das ist eine super Bestätigung für die Arbeit, die wir täglich leisten und ja, dass wir uns endlich mal belohnen dafür, ein Spiel sauber nach Hause zu fahren und nicht noch irgendwie einen reinzubekommen. Das haben wir heute auch geschafft. Das ist ein sehr schönes Gefühl. Das glaube ich dir gerne. Dann vielen Dank und feiert noch schön. Ja, danke. Ja, wir haben heute sicherlich ein sehr abwechslungsreiches Spiel gesehen. Ich glaube, die ersten 30 Minuten waren von Schermbecker Seite recht gut. Dann ist Wattscher in Führung gegangen und in der zweiten Halbzeit, klar, nach dem 0:2 hat unser Gast das natürlich souverän runtergespielt. Aber dann wollen wir mal die beiden Trainer hören. Jetzt erstmal, Juli, alles erzählen hier. Christian, deine Einschätzung zum heutigen Spiel. Ja, ich kann mich deinen Worten nur anschließen. Danke. nein, jetzt mal ernsthaft. Also ich kann mir vorstellen, wie du dich gerade fühlst. Nach zwei solchen Spielen mit null Punkten ist bei zweimal so eine Leistung auf den Platz zu bringen, fühlt sich das mies an. Für mich natürlich, für uns natürlich gerade ganz anders. Wir haben in der ersten halben Stunde einen überragenden Torwart gehabt, der das über 92 Minuten gezeigt hat, haben dabei noch Glück gehabt und das waren die Punkte, die uns überhaupt im Spiel gehalten haben oder die zu Null gehalten haben. Dann machen wir mit unserer ersten Chance ein Tor, das ist ungewöhnlich für uns.
haben dann mit dem Elfmeter zum 2:0 schon die Möglichkeit, ja, vielleicht eine kleine Vorentscheidung herzustellen, schaffen wir nicht, Mund abgewischt, ging weiter. Und die zweite Halbzeit war, glaube ich, auch sehr abwechslungsreich, sehr tempogeladen. Zwei Mannschaften, die alles raushauen, die nicht auf, ich komme mit ein paar Körnern im Tank anspielen, sondern wirklich alles auf den Platz lassen. Und das ist etwas, was ich glaube, dass ich dafür alle spreche, was man gerne sieht, wenn man sich ein Spiel auf diesem Niveau anguckt. Und von daher kann ich nur sagen, ein gutes Spiel von zwei guten Mannschaften mit dem glücklicheren Ende für uns. Und damit kann ich sehr, sehr gut leben. Danke. Ja, danke schön. Ja, Slime. Ja, hallo erstmal. Ja, ist schon vieles eigentlich gesagt worden. Wir haben uns für das Spiel so ein paar Punkte vorgenommen, die wir bespielen wollen. Und das ist meiner Mannschaft in der ersten halben Stunde auch sehr, sehr gut gelungen. Wir wollen über die Außenbahn dann auch kommen und da Druck erzeugen. Es gab dann zwei Spielentscheider meines Erachtens. Das war einmal der Torwart, der tatsächlich über 92 Minuten die Kiste dann zu Null hält hinten, und der Wechsel in der 30. Minute von Wattenscheid zu Can Bulut, der dann sehr, sehr viel Organisation reingebracht hat, der viel in den Halbräumen dann agiert hat, der unsere Viererkette im Zentrum dann so ein bisschen vor Schwierigkeiten gestellt hat. Darauf waren wir nicht eingestellt, darauf mussten wir uns dann erst einstellen. Wir konnten über die Außenbahn auch nicht mehr so viel Druck erzeugen. Das hat Wattenscheid dann sehr, sehr gut gemacht ab Minute 30. In den ersten 30 Minuten haben wir eine tolle Spielanlage, finde ich. Sieht man wirklich in der Oberliga selten, muss ich ganz ehrlich sagen. Müssen 2-0, 3-0 führen, der Gegner nur gefällig nach Umschaltmomenten. Und dann verlieren wir die Organisation, die Kontrolle. Wattenscheid dann natürlich eine brutale Qualität, immer wieder mal einen Foul hier ziehen, da mental dann gegenjagen, und mit der ersten Chance, wo wir nicht organisiert sind, kassieren wir das 0-1. Und in der zweiten Halbzeit, dann haben wir natürlich auch die Qualität von Wattenscheid zu spüren bekommen. Auch wenn sie natürlich zwei Tore nach Standards machen, muss man ehrlich sagen, dass wir immer wieder vor Problemen gestellt wurden, selber auch nach vorne gespielt haben, so die große Chance aber nicht an den Tag gelegt haben, sodass das Ergebnis am Ende natürlich ein bisschen zu hoch meines Erachtens dann steht. Aber die abgezocktere Mannschaft hat dann heute das Spiel dann einfach gewonnen. Und es tut mir unfassbar leid für meine Mannschaft. Wir waren Donnerstag in Münster desolat, weil so ein bisschen der Druck abgefallen ist oder der Druck raus war, nachdem wir die ganze Zeit auf so einer Erfolgswelle waren bis Paderborn. Gegen Paderborn können wir hier auch so ein bisschen das Spiel anders gestalten. Ist uns dann auch nicht gelungen, und das ist dann auch am Ende so die Tatsache, wir lassen am Ende zu viele Punkte gegen Top-Mannschaften liegen, obwohl wir teilweise sehr, sehr gut dagegen halten können. Aber das nicht über 90 Minuten, sondern phasenweise nur über 60, 70. Das reicht am Ende nicht. Den Wattenscheidern finde ich, dass es echt gut ist, den zuzusehen. Wir wechseln ja auch häufig Videomaterial hin und her, und es macht Spaß, euch zuzugucken. Ich wünsche euch natürlich alles Gute, und ihr seid jetzt, glaube ich, sogar auf dem Aufstiegsplatz. Noch nicht. Vielleicht kurz davor. Abwarten. Viel Erfolg weiter. Gute Arbeit dort. Und allen anderen noch einen schönen Tag. Ja, danke an meine Trainer. Viel Erfolg. Für uns geht es weiter Montag in Paderborn. Nächste Einspiel gegen Dortmund. Ihr müsst jetzt Sonntag, Montag, dann euer großer Montag. Wir spielen Montag gegen Kahn und dann fahren wir nach Riemen. Oh, ja gut, ich meine, in der Aufstiegsrunde gibt es keine Leichen jetzt mehr. Gut, allen einen schönen Sonntag, viel Erfolg an Wattenscheid, und bis in 14 Tagen. Dankeschön.